Ich bin mir gerade nicht näher, muss ich schon sagen. Okay. Alle drei sind voll. Voller Begeisterung. Hau ab! Ich bin doch kein Räuber. Ich bin nur jemand mit einem Bleirohr und einem Polizeischild. Beste Kombination. Ich sag ja, Privatmann mit Polizeischild. Kommt auch keinem merkwürdig vor. Ist genauso, als wenn du in aller Öffentlichkeit mit einem gezogenen Schwert durch die Gegend läufst. Das stört einfach keinen. Es sind so die lustigen Sachen an Spielen. Bei Vampire the Masquerade Bloodline zum Beispiel musste man aufpassen. Wenn man da mit einer gezogenen Waffe rumlief, dann hat man schnell mal die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gezogen. Das ging ganz schnell. Oder zum Beispiel, wenn man eine Disziplin in der Öffentlichkeit gewirkt hat, dann hat man auch ganz schnell mal einen Maskeradenpunkt verloren. Aber da es ja hier keinen Maskeradenpunkt gibt, kann man ja hier in dem Sinne machen, was man will. So. Da war die Tür. Eigentlich ist es ja wurscht, welche Tür wir nehmen. Also wir können sowohl nach links gehen oder als auch nach rechts gehen. Jetzt kommt auch kein Feuer mehr raus. Gut. Fies ist halt nur, dass sich die Hebel zu der jeweiligen anderen Seite öffnen. Das ist das Gemeine. Ich wette mal, dass das eine Tür ist. Weil da führt schon eine Treppe runter. Das kann nur eine Tür sein. Das kann ich mir irgendwie nicht anders vorstellen. Gut, okay. Dann warten wir jetzt mal, bis unsere Begleiter da sind. Da sind sie schon. Ich warte. Ich gehe nirgendwo hin. Genau das habe ich mir gedacht. Zur Hölle mit euch! Bleibt cool, ich bin gleich da. Oh, wieder ein Pfahl, den ich nicht gebrauchen kann. Es hat sich eine Tür geöffnet, aber nicht die, die ich erwartet hatte. Stattdessen hat sich eine andere Tür geöffnet. Selbst die Schlange kann Disziplin wirken, ey. Buch der Verdunkelung. Ah, Smaragde, die kann man gut verkaufen. Die kann man richtig gut verkaufen. Buch der Verdunkelung, wo ist das denn da? Sie haben begonnen, Verdunkelung zu erlernen. Ich werde das Buch jetzt auch mal bei mir behalten. Oh, was ist das denn? Das sieht aus wie eine Kettensäge. Das ist auch eine. Ja, wie geil ist das denn? Bestimmt ein Zweihänder, ne? Schaden 40 tödlich. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Haben wir jetzt noch ein bisschen Zorn mit drin hier. Auch schön. Kettensäge, die Kettensäge! Übrigens aber auch ein Schalter, den würde ich vielleicht nochmal betätigen. Und ich tippe mal genau jetzt, hat sich die Tür geöffnet durch die fette Tür da, in der großen Halle. Oder auch nicht. Hat sie sich nicht? Doch, sie hat sich geöffnet, meine ich doch. Kein Bumm, kein Bumm. Zur Hölle mit euch! Oh. Verbrennen sich alle hier. Anschließend ihr selber. Zur Hölle mit euch! Zur Hölle mit euch! Schubi-Empfahl. Nein, er sammelt ihn auch noch aus.
Sollte sie noch nicht einsammeln, Mensch. Penner. Gut, da geht's also weiter. Sollen wir es riskieren? Wir riskieren es. Bisschen Fortschritt muss auch mal sein. Lilly versagt bei der Disziplin. Das ist unglaublich. Lilly, versagst einfach bei der Disziplinanwendung. Das geht nicht. Tiergestalt. Verschmelzung mit der Erde. Was bedeutet das? Damit er sicher ruhen kann. Okay. Entzücken. Die Kontrolle über das Opfer. Mhm. Die Stärke hast du schon, okay. Geschwindigkeit hast du auch. Okay, dann lassen wir es so. Gut, dann werden wir mal weitergehen, wa? Wir riskieren es einfach mal. Zur Hölle mit euch! Ja! Flintenmunition, okay. Die Schlange lebt ja immer noch. Okay, jetzt nicht mehr. So, wir haben nochmal Schrotflintenmuni bekommen. Habe ich die nicht eingesammelt? Die habe ich doch eingesammelt, oder nicht? Oder war das keine Schrotflintenmunition? Doch, da ist sie doch. Pass mal auf, Junge. Wir haben jetzt so viel Schrotflintenmunition. Jetzt benutze erstmal deine Schrot. Deine Schrotzi. Angriff! Stirb! Gewehrpatron. Da ist noch einer. Und er hat einen Koffer bei sich. Kam die Schlange aus seinen Beinen raus. Schön zwischen seinen Beinen die Schlange rüber. Ekelhafte Vorstellung. Okay, die KI der Verbündeten ist echt ein bisschen doof. Der schießt tatsächlich auf seine eigene Verbündete. Das ist nicht zu fassen. Das geht so nicht. Da müssen wir dran arbeiten, mein Freund. Schon wieder Natterngezücht. Okay. Eine Tür, die sich öffnen lässt. Die führt uns wohin? In einen größeren Bereich, wo wir uns erstmal eine Verbrennung zuziehen. Geil! Ich kann mich nicht bewegen. Doch, kann ich. Ich brenne nicht mehr los. Das Tier flüstert verführerisch nach mir. Zur Hölle mit euch! Das Tier flüstert verführerisch nach mir. Heiliger Christoph, komm! Ey, du solltest doch nun wirklich mal den Tod kriegen. Danke. Mein Gott, nochmal. Lilly ist ein starrer Gefallen. Toll. Es brennt! Weil Christoph viel zu lange gebraucht hat, um diesen Penner mal auszuschalten. Wir beleben sie gleich wieder. Wir hauen dann sowieso nochmal ab aus diesem Bereich, um zu speichern. Und dann kann sie sich auch nochmal voll laden. Alter! So doof kannst du doch nicht sein, Christoph. Jetzt hau den mal um. Es kann doch nicht sein, dass du nicht in der Lage bist, den Kerl umzuhauen. Du hast schon so viele Gegner besiegt, aber den schaffst du nicht, oder was? Machen wir es halt so, Mann. Ernsthaft? Ist doch wohl nicht dein Ernst. Was kriegen wir einen scheiß Pfahl, ey, echt. Das ist so Verarschung. Mann, was soll ich mit einem Pfahl? Ich kann ihn sowieso nicht verkaufen. So. Oder gibt es hier eine Tür in den dritten Bereich? Ne, gibt's nicht.
Das ist ein völlig in sich gekehrter Bereich anscheinend. Toll, ein weiterer Aluschläger. Klasse. Yay. Immerhin etwas, was ich verkaufen kann. Und da geht's weiter. Ich verhungere. Ich weiß, Lilly. Deswegen hauen wir auch erstmal ab hier. Damit du hier Kräfte tanken kannst. Und er auch nebenbei. Ja, und Christoph sowieso. Alter Schwede. Warum kriege ich so viele Fehler, ey? Das ist doch nicht schön. Beziehungsweise, es wäre schon schön, aber ich kann sie leider nicht verkaufen. Das ist das Problem. Verkaufen. Dadurch kriege ich kein Geld. Ah, eine Pistole. Die habe ich übersehen. Die nehme ich natürlich mit. Dann haben wir nämlich da auch nochmal ein bisschen Kohle. Kohle, 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 Kohle. Ach Mensch, Lars, was machst du denn da? Was ist das? Das ist auch ein Pfeil, ne? Ja, das ist auch ein Pfeil. Nee. Keiner will meine Pfähle kaufen. Das finde ich nicht gut. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Ja. Mann. So, und jetzt habe ich mich so sehr verlaufen, dass ich nicht mehr rauskomme. Super. Geil. So, da müssen wir raus. Jetzt kommen uns doch noch Feuerbälle entgegen. Verdammt. Ich dachte, wir hätten das hinter uns. Nein, es kommen immer noch Feuerbälle. Lilly übernimmt mal die Führung. Wie sie läuft, ne? Zuerst dachte ich, sie läuft so ein bisschen so wie Serena, aber die läuft ja nicht annähernd so elegant wie Serena. Und ja, ich habe Serena gesagt, nicht Serana. Wow! Er hat's gelernt. Und dann bei Skyrim, da sage ich dann Serena und meine dann Serana. Das wär's. Ja, kann man leicht mit durcheinander kommen mit den Namen. So ist das. So, jetzt müssen wir sowieso nochmal zum Kuriositäten laden, weil wir brauchen eine neue Schriftrolle des Erweckens. Mindestens eine. Wir brauchen ja auch noch zwei für Lilly, die sie mitnehmen kann. Okay, nicht übertreiben, denn eine Blutleiste ist wirklich ganz unten. Deswegen lab dich an seinem Blut. Okay, reicht. Das ist gut, ne? So. Heilst du dich nochmal und dann geht's direkt weiter. Bleib stehen, Mädel. Mach eine Fliege. Schnauze. Halt die Klappe, werde ich nicht. Sorry. Werdet ihr eigentlich auch in letzter Zeit immer so müde? Weil ich fühle mich hier in letzter Zeit immer so müde. Das ist nicht mehr normal. Könnte daran liegen, weil es immer so dunkel ist. Früh morgens. Wenn man arbeiten ist zum Beispiel. Okay, reicht. Gut, unser Mädchen ist fast wieder voll. Betonung liegt auf fast wieder voll. Noch nicht ganz. Da hat gerade jemand was fallen lassen von den Nachbarn. Gut, gut. Okay, sie ist schon mal wieder voll. Schon mal gut. Ja, mit seiner Schrotflinte. Du Spinner. Ich bin kein Spinner, ich habe nur Hunger. Manchmal fühlen die Leisten sich sogar noch ein bisschen nah. Auch nur ein bisschen. Kleine Spende in Ehren kann niemand verwehren. Komm her, Typ.
Okay, voll. Christoph, jetzt bist du dran. Ach,